Endlich angekommen in der kapitalistischsten Stadt Deutschlands, München, um 23.40 Uhr, obwohl ich schon um 21.30 Uhr gelandet bin. Ja. Warum kapitalistisch? Schaut euch diesen Scheiß mal an. Wenn ihr in München S-Bahn fahren wollt, zahlt ihr einfach mal 11,60 Euro. Ja. Und dann will Uber auch noch vom Flughafen bis zum Hotel hier einfach mal fast 60 Euro haben, weil es ja nicht das richtige Uber ist, wo private Leute fahren, sondern irgend so ein Mietwagen-Scheiß, ja. So, aber, ich muss mir die Kamera hier anders postieren, da hat sich München natürlich bei mir an die ganz falsche Adresse begeben, denn ich habe natürlich einfach als erstes die S-Bahn benutzt, soweit wie ich gekommen bin, und dann Uber für nur 6,30 Euro. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt nur 18 Euro bezahlt, immerhin ein bisschen was noch gespart. Aber jetzt kommt's, ja. Warum bin ich so spät? Der erste Zug ist erstmal komplett ausgefallen, der zweite hatte Verspätung, typisch deutsche S-Bahn, ja. Und dann habe ich die ganze Zeit genutzt zum Buchschreiben. Schon 5000 Wörter vom neuen Buch, wo es über wirtschaftliche Zusammenhänge geht. 100 Stück insgesamt übrigens. Und er hat das Ganze produktiv genutzt. Also München, ihr seid zwar kapitalistisch, aber einen echten Kapitalisten könnt ihr damit nicht verarschen. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, Kolja, es interessiert uns überhaupt nicht, dass du jetzt hier Salamis und Bananen isst, weil du wieder eine Diät machst. Sondern wir wollen wissen, was das Videothema von diesem heutigen Video sein wird. Ganz einfach. Und zwar werde ich ein bisschen vloggen, was ich hier so in München alles mache. Werde mein kleines Depot-Update, was ich ja immer einmal im Monat auf meinem Blog hochlade, von Oktober, ein bisschen mal mit Video kommentieren. Und ich werde auch ein Philosophie am Freitag mit einbauen in den Vlog. Denn ich habe gesehen, ich bin hier im Englischen Garten oder gleich in der Nähe davon. Und da kann man wahrscheinlich wunderbar rumlaufen und einen kleinen Vlog machen, oder? Und zwar zum Thema, warum ich persönlich nicht in chinesische Aktien investiere. Sonnenaufgang in München, nicht mit Meerblick, sondern mit Industrieparkblick. Ach, okay. So, da haben wir die Videothemen für heute. Es geht einmal ums BGE, Pro und Contra. Mission Money wird Pro machen, ich mache Contra. Das gleiche zu Netflix, Pro und Contra. Ich mache Pro, Netflix macht Contra, Mission Money macht Contra. Dirk Müller, Buchvorstellung. Die stellen auch jeweils zwei Bücher vor. Und dann haben wir noch die Fragen und Antworten von den Communities. Schaut mal, wen wir hier haben. Guten Tag. Servus. Timo und Mario, die ich am Anfang immer verwechselt habe. Ich dachte immer, das wäre Mario und das wäre Timo. Das ist Mario. Gut, dass du da bist. Mein Name ist Mario Lochner und ich freue mich sehr. Genau, zufällig Jens ist das Grabe endlich mal begrüßt zu dürfen. Genau, und ganz zufällig ist es im selben Büroraum, wie auch Playboy angesiedelt ist hier bei Focus Money. Ne? War das ein reiner Zufall? Oder? Nee. Ja. Also wir drehen jetzt 10 Minuten Videos und gehen dann 2 Stunden runter. Ja, da hinten steht auch schon die Casting Couch. Also ich bin gespannt, was mich erwartet. Ja. Gut, dass ihr nicht seht, wie viele Häschen da schon drauf liegen. Und daneben Peter Blöd. Okay, die Stelle schneiden wir raus. So Leute, wir sind fertig mit dem Mission Money Aktie mit Kopfdreh. Und jetzt habe ich gerade noch eine halbe Stunde Zeit. Dann geht's zu McFit, weil egal wo wir auch sind, wir müssen uns natürlich fit halten. Also ich bin mal gespannt, wie die Videos bei euch ankommen werden. Sie waren auf jeden Fall kontrovers, weil wir haben definitiv nicht zu allen Themen dieselbe Meinung. Und ja, ich bin mal gespannt. Dann. Hallo Leute, wie hat der Burger geschmeckt? Was für Videos toll. Alle mit dem, ja? Nee, nur die Vlog. Guten Morgen Leute, heute ist der 9. November. Der Mission Money Dreh ist gut gelaufen. Wir sind uns ein bisschen an den Kragen gegangen beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Es werden also auf jeden Fall spannende Videos werden. Und jetzt sitze ich hier noch im Hotel und arbeite gerade am Depot-Update für Oktober 2018. Ich führe hier regelmäßig Buch über meine öffentlichen Investitionen, also nicht ins öffentliche Bildungswesen oder so, sondern einfach nur in die Investitionen, die ich offenlege.
Und ja, da könnt ihr auf meinem Blog zum Beispiel genau sehen, immer welche Aktien ich kaufe, welche Aktien ich verkaufe. Ich mache dort alles ganz transparent. Und wie man auch hier sehen kann, sehr schön, ja, wird hier auch nichts beschönigt. Gerade zum Beispiel im letzten Monat schaue ich jetzt mal rein in die Performance von 2018 Oktober. Da haben wir zum Beispiel minus 6,77% Rendite gemacht. Das wird also dann genau so auch dann auf dem Blog immer wiedergegeben. Nichts wird beschönigt, sodass man einfach dauerhaft ja, so eine Art Transparenz hat und einen genauen Aufschluss darüber, wie sich die Investitionen entwickelt haben. Weil genauso wie es beim Investieren ja wichtig ist, in guten und in schlechten Zeiten weiterzumachen, habe ich mir gedacht, es ist auch meine Verantwortung als YouTuber, in guten und in schlechten Börsenzeiten weiterhin zu berichten und nicht irgendwann den Schwanz einzuziehen. Aber das nur nebenbei. Jetzt geht es mal so ein bisschen um das spannende Thema, warum ich persönlich nicht in China-Aktien investiere. Okay, dann Philosophie am Freitag. China-Aktien, ich wollte es eigentlich draußen drehen, ist mir aber ein bisschen zu grau heute in München. Deswegen mache ich es hier im Hotel. Und zwar, ja, grundsätzlich erstmal ein bisschen auszuholen. China hat natürlich ein enormes Wachstum von durchschnittlich 10% in den letzten Jahrzehnten hingelegt. Also ein unfassbarer Wohlstandsaufbau hat sich dort vollzogen. 800 Millionen Menschen und mehr sind aus der Armut emporgestiegen in die Mittelschicht. Und das ist natürlich eine unfassbare Erfolgsstory. Trotz dessen, dass es natürlich dort immer noch enorme Rückstände in gewissen anderen menschenrechtlichen Dingen und so weiter gibt und gab und so weiter. Aber dank der Reformen, vor allem von Deng Xiaoping, über den ja auch der Dr. Zittelmann in seinem letzten Buch geschrieben hat, wo er angefangen hat, die Machtkonzentration aufzuheben, die vorher unter Mao auch vorherrschte, was immer ein sehr, sehr, sehr großes Problem für die Volkswirtschaft auch langfristig darstellt. Da kommen wir jetzt gleich dann noch zu. Er hat also die Macht so ein bisschen dezentralisiert, hat also auch unterschiedliche Institutionen gegründet, auf die einzelne Macht verteilt wurde und Politiker konnten anfangen, freier miteinander gewisse Debatten zu führen und so weiter. Und er hat natürlich auch mehr Marktwirtschaft zugelassen und hat vor allem international angefangen, Ideen aus anderen Ländern zu implementieren, ja. Und wie es aber immer so schön in den ganzen Key Investor Documents von ETFs und so weiter heißt, past Returns don't equal future returns. Es ist auch beim chinesischen Wachstum so, dass das vergangene Wachstum keine Indikation für zukünftige Wachstum darstellt. Insbesondere, wenn man sich anschaut, was der aktuelle Machtinhaber Xi Jinping mit diesen ganzen Reformen macht, dann sieht es eher so aus, als ob China so einen Schritt zurück macht in ein immer autoritäreres Regime, immer mehr wieder Richtung das, was mal unter Mao war. Und mit all den ganzen Konsequenzen für die Wirtschaft dort, für die Unternehmen dort, aber natürlich dann auch international, aber insbesondere natürlich für die Chinesen selbst. So, das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass er eben seine Macht Zeit einfach auf unbestimmte Zeit verlängert hat. Das heißt, er kann jetzt einfach so unendlich lange Machthaber bleiben, bis er halt stirbt. Ja, das hängt damit zusammen, dass er auch die Macht immer mehr konzentriert auf seine Person. Ja, also dass er weg von diesen Checks and Balances und so weiter geht, hin zu immer mehr Macht in seiner Position. Und das große Problem daran ist, dass wenn man halt als wirklich einzelne Person so extrem viel Macht hat und ein ganzes Land auch durch Angst im Endeffekt mehr und mehr regiert. Ja, irgendwie in den letzten 4 Jahren, habe ich gelesen, sind 1,3 Millionen Chinesen aus Politik und so weiter ins Gefängnis gekommen. Dann hat man das Problem, dass irgendwann die Leute natürlich darauf reagieren und anfangen, dem Machthaber nicht mehr die Wahrheit zu sagen, weil sie einfach Schiss haben, dass sie dann sozusagen ins Gefängnis kommen. Also im Sinne von Wahrheit meine ich jetzt, dass sie Angst haben, irgendwelche schlechten Nachrichten zu überbringen, weil sie dann Angst haben, dass es an ihr eigener Kopf rollt. Und das führt dann dazu, dass der Machthaber sich immer mehr isoliert von der eigentlichen wirtschaftlichen Realität, die im Land sozusagen vorherrscht. Und das ist ein häufiges Problem von solchen Diktaturen. Und gleichzeitig
führt es auch eben zu extremen Ineffizienzen und Stagnation in zum Beispiel den gesamten Verwaltungsapparaten und so, weil die Leute Angst haben zu handeln, dass sie irgendwas falsch machen. Deswegen warten sie im Endeffekt auf ganz konkrete Befehle von dieser einen Person, aber ganz wenig Befehlsgewalt und so weiter ist delegiert. Und deswegen wird das Ganze zu so einem riesen bürokratischen System, wo es sehr schwer wird, effizient zu bleiben. Das erstmal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es wirtschaftlich auch so, dass es einerseits natürlich die große Schuldenproblematik der ganzen Zombie-Firmen gibt. Ja? Also Zombie-Firmen, ganz viele Unternehmen, die also einfach nur durch Staatskredite am Leben gehalten wurden und die dann aber ja, irgendwelche künstlichen Städte irgendwo bauen oder in irgendwelchen Infrastrukturen tätig sind oder zum Beispiel in sehr alten Industrien wie Stahl und Kohle, aber international überhaupt gar nicht wettbewerbsfähig sind und somit die Schulden in der Regel auch nicht wirklich zurückzahlen können und sich dann damit wieder von der Regierung outgebailt werden müssen, ja, und das natürlich ein gewaltiges Problem darstellen kann langfristig. Und dann auch noch der andere Punkt, jetzt kommen wir so ein bisschen konkreter zum Thema Aktien und Aktiengesellschaften gesprochen, ist mir einfach das Ganze zu unsicher aufgrund dieser Situation. Das möchte ich mal am Beispiel Tencent kurz aufdröseln. Tencent grundsätzlich ist ja kein Staatskonzern oder so, ja, und ist eines der ja, lukrativsten, besten, profitabelsten Unternehmen, die China überhaupt vorzuweisen hat, ja, und sind aber zum Beispiel zu einem Großteil, was jetzt den Umsatz und den Gewinn angeht, von Videospielen abhängig. So, und jetzt gab es im Zuge eines Umbaus von so einer Behörde, die Videospiele reguliert, eine drastische Änderung, was jetzt die Regulierungen angeht. Die haben halt gesagt, ja, unsere Kinder, die spielen zu viele Videospiele, Fortnite und diesen ganzen Kram, und deswegen werden wir jetzt einfach die Vertriebslizenzen der Videospiele einziehen. So, und das ist natürlich für Tencent ein extremes Problem. Die versuchen jetzt schon extrem dagegen zu rudern, indem sie halt sagen, ja, passt mal auf, wir lassen die ganzen unter 18-Jährigen nur noch eine Stunde pro Tag spielen, die dürfen auch zwischen 23 Uhr und 8 Uhr morgens überhaupt nicht mehr spielen und so weiter. Versucht man also dem entgegenzukommen, aber trotzdem hat das natürlich dazu geführt, dass die Aktie extrem nach unten gerauscht ist, von ihrem All-Time-High irgendwie bei 50 Euro auf jetzt irgendwie 33 Euro oder so, genau weiß ich es nicht, also correct me if I'm wrong, ja, aber die Aktie ist eben enorm nach unten gerasselt. Und das ein ganz anderes Problem ist nicht nur, dass einerseits die direkte Regulierung des chinesischen Staates in dieses Unternehmen ein extremes Problem sein kann, sondern dass auch die auf der anderen Seite Subventionen, die die chinesische Regierung den eigenen Unternehmen gewährt, vor den ganzen anderen ausländischen Unternehmen auch meiner Meinung nach langfristig ein extremer Wettbewerbsnachteil ist. So ist es zum Beispiel so, dass jetzt ein Videospielhersteller aus Amerika, zum Beispiel Take-Two, wo ich ja auch Aktien habe, wenn der jetzt Videospiele in China veröffentlichen will, dann darf er das nicht einfach selbst tun, ja, so wie es sonst in anderen Ländern häufig der Fall ist, sondern er muss dies zum Beispiel in Kooperation mit Tencent tun. Okay, also er muss also mit einem chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten. Das heißt, ein klarer Wettbewerbsvorteil natürlich für Tencent, weil sie sozusagen einfach automatisiert Aufträge bekommen, die sie auf rein freimarktlichen Gesichtspunkten nicht so einfach bekommen würden. Ja, weil sonst würde, funktioniert das sowohl für Take-Two als auch für Tencent ganz gut. Aber ich glaube, dass Take-Two trotzdem, wenn es nicht so arbeiten müsste, auch mehr eigene Spiele direkt selbst dort veröffentlichen könnte, ja, und würde. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass solchen Unternehmen wie Tencent es international, ja, wesentlich schwerer haben wird zu expandieren, weil dort eben sich nicht diese ganzen Subventionen für sie ergeben, sondern sie sich mit allen Wassern gewaschenen anderen Unternehmen, die international schon lange konkurrieren, messen müssen. Ja? Und ich glaube, dass eine Subvention immer die eigene Innovation zerstören kann. Und dann gibt es natürlich noch einen großen Teil von Staatsunternehmen. Und über 150.000 Unternehmen sind im staatlichen Besitz. Und was das natürlich mit der Effizienz allgemein zu tun hat, das brauche ich auch nicht großartig erwähnen. Es ist natürlich so, es haben schon viele Leute China unterschätzt.
und wurden dann später Lügen gestraft. Und so kann es genauso gut bei mir sein. Ich kann mich vollkommen irren. Also das heißt, es kann sein, dass Tencent und alle anderen chinesischen Unternehmen noch enormes Wachstum vor sich haben. Und ich wünsche auch jedem Aktionär, der da investiert ist, bestes Gelingen und maximalen Erfolg. Und ich hoffe es natürlich auch, sehr sogar, weil natürlich ein Platzen der Schuldenblase oder andere wirtschaftliche Probleme extrem dazu führen könnten, dass dieser Staatsmann immer machthaberischer wird, also immer mehr Macht konzentriert und dann auch noch versucht, durch andere außenpolitische Scharmützel von diesen eigenen ökonomischen Problemen abzulenken, was ja auch sehr häufig der Fall ist. Man braucht nur mal House of Cards zu gucken, ja. Und dass dann natürlich auch der Rest der Welt stark leiden wird, was er sowieso wird, wenn die chinesische Wirtschaft einbricht oder mal deutlich korrigiert. Aber für mich ist das Ganze einfach persönlich zu risikoreich, um dort großartig in einzelne chinesische Firmen zu investieren. Und das wollte ich mal in diesem Video so ein bisschen darlegen. Ja, weil viele Leute mich mal fragen, bist du jetzt bei JD oder bei Tencent oder bei Alibaba auch investiert und so weiter? Und nein, mir ist einfach dieser Kulturunterschied und diese enormen Regulierungen dort und diese einfach Unberechenbarkeit von so einem Staatsmann einfach zu krass. Der Typ hat ja sogar alles mit Winnie the Pooh angefangen zu verbieten, weil er halt offensichtlich so ein bisschen ähnlich sieht und der ist so verrückt, dass er jetzt einfach so die ganzen Filme und Winnie-the-Pooh-Figuren und so weiter im Land verbietet. Und ich glaube, dass man vor solchen Leuten extrem aufpassen muss. Jetzt werden andere Leute so vielleicht sagen, ja, Kolja, aber Trump ist doch genauso verrückt und so weiter. Finde ich überhaupt nicht so. Er scheint zwar in erster Linie natürlich häufig so bei seinen Entscheidungen, aber was jetzt die amerikanische Wirtschaft beispielsweise angeht, finde ich, sind die größten Änderungen, die er vollzogen hat, positiv für die Wirtschaft. Ja? Na klar, kann man jetzt immer sagen, ja, die ganzen Zölle und so weiter, das ist natürlich alles scheiße, aber vieles davon ist einfach auch nur eine Reaktion auf das, was halt die anderen Länder in Bezug auf die USA schon lange machen, ja. Und dann kommt noch der andere Punkt, Trump ist bei Weitem nicht so mächtig über Amerika, wie es jetzt Jinping über China ist. Trumps Amtszeit ist automatisch auf 8 Jahre begrenzt und das wird er auch niemals ändern können. Das könnt ihr absolut vergessen und das heißt, in Amerika fühle ich mich mit meinen Investitionen wesentlich sicher als in China. Okay, jetzt seid ihr dran. Haut mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von meinen Argumenten? Seht ihr das ganz anders oder stimmt ihr mir so ein bisschen zu? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich werde jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, das Video schneiden und dann auch wieder langsam in Richtung Flughafen trotteln zurück nach Hause. Rationale Grüße. Ciao, ciao.